Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schwarzen Witwen Challenge. Ja, Chloe, die malt hier gerade sehr oder fängt gerade an, ein Bild zu malen und zwar ein surrealistisches Gemälde. Ja, ich möchte ja die Schwarze Witwen Challenge etwas anders machen und da ich diese Folge jetzt noch vor dem neuen Pack aufnehme, was jetzt dann rauskommt, wird Chloe also dann in der nächsten Folge dann umziehen. Und zwar möchte ich mit ihr das so machen, dass sie dann etwas das Ländliche bevorzugt und ja, sich somit dann ihren Lebensunterhalt verdient. Ich meine, sie hätte noch einen Job und den wird sie jetzt dann auch mal kündigen, sobald sie hier das Bild fertig gemalt hat. Ja, also sie kann noch einen Bonus aushandeln, sie kann sich krank melden, also Chef überzeugen, einen Bonus zu geben. Aber ich würde sagen, sie hat zwar nicht viel Geld, aber sie wird ihren Job kündigen. Ja. Und das kann sie verkaufen. Dann kriegt sie so durchs Malen auch noch ein bisschen Geld rein. Ich denke, das ist dann okay. So, jetzt schauen wir mal hier. Wie sieht es denn aus mit ihren Bedürfnissen? Sie wird schon langsam müde. Sie hat hier noch das Bestreben, was sie abschließen muss. Honig verkaufen. Ja. Irgendwie ist da nichts dran. Ist aber ab und zu erwarten, da wir ja auch nicht gespielt haben gerade mit ihr. Okay, wie sieht's bei dir aus? Hattest du dir nicht was zum Essen genommen? Oh, das könnten wir dann auch mal wegräumen. Also, du dürftest mal Reste nehmen. Ach so, ja, stimmt ja. In der letzten Folge war sie oder schien so, als ob sie schwanger wäre, aber irgendwie hat mein MCC gesponnen und unwohl, weil du von Bienen gestochen wurdest. Okay, wir gucken aber jetzt wirklich mal nach, denn ihr seht, sie ist nicht schwanger, also keine Ahnung, was da los war. Aber sie ist nicht schwanger. Ja. Aber das hatten wir ja schon mal mit Jellies, da war es genauso. Ein bisschen du für eine hier. Streunus. Echt jetzt? Der heißt Simon? Das ist ja witzig. Heißt ja wie mein Sohn hier. Unglaublich. Aber so süß, wie das läuft. Oh ja. So, der Kleine, der ist hier. Mal gucken, ob der nicht noch Hausaufgaben machen muss. Das war ja so klar. Wieder Hausaufgaben. Komm, lass mal das mit dem Spielen. Geh mal Hausaufgaben machen. Und du könntest eigentlich auch mal deinen Teller aufräumen, ne? Also das muss ja wohl auch nicht sein. Und dann können wir das mal hier verkaufen, weil das brauchst du auch nicht. Das Pflanzpaket geben wir dir. Das kann man auch verkaufen und das braucht er auch nicht. Und das gibt man dem Kleinen und irgendwie spinnt das hier schon wieder. Das finde ich ja voll nett hier. So. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir hier schon. Ja, wir haben das Wichtigste haben wir hier gemacht. Das finde ich gut. Mehr braucht man nicht. So. Bilder hängen auch. Also wie gesagt, ich habe vor, mit ihr aufs Land einzuziehen, wenn das neue Pack da ist. Und das heißt, es kommt dann quasi, weil ich schon alles so früh aufnehme, viel, viel später. Aber ich lasse mich auch nicht spoilern von anderen, denn ich gucke das gar nicht an, was die so bringen. Ich möchte das einfach selber dann auch erkunden mit Chloe zusammen. Bin ich schon, warum haben die alle einen Putzfan? Sind die noch ganz sauber, meine Sims? Also es muss sich einiges verstellt haben in der
als der MCC da war. Und ich nehme, glaube ich, das ordentlich weg und gebe ihr da stattdessen was anderes. Ich glaube, das wird besser sein, denn das macht mich echt wahnsinnig hier. Aber das mache ich dann auch nächstes Mal. Oh, echt jetzt? Cousinchen kommt. Das ist ja krass. Freundlich nach Karriere fragen. Muss sie hin? Walk, Da steht sie Sam. noch. Nickerchen machen? Echt jetzt? Nee, 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 nee. Wir machen dort jetzt da kein Nickerchen. Also wirklich. Du hast ein Bett. Schau mal, du kannst hier schlafen und der Kleine kann dann hier schlafen. Es wird auch einfach mal Zeit, dass sie schlafen gehen, genau. Und klappt das? Ja, wunderbar, super. Klasse. Darum kriecht, oder? Voll süß. Ja, Walter ist schon wach. Morgens um 4:30 scheint wohl ein Frühaufsteher zu sein. Und den lassen wir gleich mal hier auf Toilette gehen. Und dann soll er noch mal was essen. Ja. Und dann habe ich auch gesehen, er muss auch noch trainieren. Training, Sit-ups machen, Training, Liegestützen machen, Training, Dehnen. Ja, das machen wir jetzt alles so nach und nach. Kann ja schließlich auch was tun. Oh, sehen ich auch schon, war ich auch so ein kleiner Frühaufsteher, oder? Mein Gott, arme Carina. Ach, Carina sage ich schon, Chloe, oh Gott. Die Familie ist einfach zu groß. Nimm mal dir die Rechte. Chloe. Wie sieht es bei dir aus? Oh, guck mal, wir können das auch mal einschalten, oder? Dann hätten wir hier auch mal ein paar hübsche Bilder hier oben. So. So ein bisschen. Ja, sie schläft halt und schläft. Ja, wir lassen sie einfach mal schlafen. Vielleicht tut es ihr gut, wer weiß. Kleiner Mann. Genau, Teller aufräumen. Nee. Hast du das jetzt angefangen? Nö. Training dehnen, Training, Sit-ups machen, Training, Liegestützen machen. Wir schauen jetzt mal, wie es aussieht. Immer noch gerade erst begonnen. Und der hat einen Schirm in der Hand, obwohl man nicht sieht. Das finde ich jetzt wieder ganz toll. Und das ist wieder so richtig buggy, wie immer halt. Ah! Jetzt ist sie aufgewacht. Sehr schön. Genau, du gehst jetzt mal hier hin und dann machst du hier einen Mega-Verkauf. Wir wollen ja ein bisschen hier was verdienen. Dienen und Honig verkaufen. Dunkelgrüner Daumen. Chloe blüht genauso auf wie ihre geliebten Pflanzen. Sind die aufkeimenden Gefühle ein Hinweis darauf, dass sie Gartenarbeit mag? Ja, sie mag Gartenarbeit. Hier dann bitte auch einmal Mega-Verkauf. Und hier müssen wir natürlich jäten. Wir kommen nicht drum rum, auch das muss getan werden. Nee, lass mal das jetzt, das, bitte. Wir haben jetzt keine Zeit. Du darfst mal hier gießen. Kleiner Mann, was ist mit dir? Von dir ist es nicht. Muss der hin? Jetzt geht er nach oben. Ja, geht zu seiner Miezekatze. Sehr schön. Ja, dann
Geschichte erzählen. Ach, das ist doch ein Lieber, oder? Ja, das sehen. Ich würde schon wieder gestochen. Das finde ich aber echt blöd. Könntest du mal die Schnitterblume ernten und die Orchidee verkaufen? So hätte ich das gern. Ja. Und dann werden wir natürlich plaudern mit Kill. Also sie ruft ihn jetzt auch an und plaudert mit ihm und sie wird ihn nachher dann auch einladen aufs Grundstück. Das werden wir tun. Bin gespannt, ob Gil dann auch vorbeikommt, wenn sie ihn jetzt einlädt. Ich bin gespannt. Was will der Kleine jetzt machen? Er wird gleich da sein. Sehr schön. Das freut mich doch. Da kommt er ja auch schon. Stand nicht gerade dran, hereinbitten. Nach Karriere fragen, nach Tag fragen. Ja, auf alle Fälle. Wir sind freundlich zu ihm. Und wir lassen sie einmal kurz beste Freunde werden. Oh, und der Kleine geht zur Schule. Jawohl. Freunde machen. Nee, was habe ich jetzt angeklickt? Dem Lehrer zuhören, bitte. Ja, so, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Komm schon nochmal zurück. Wir wollen ja noch einen Kuss hauchen. Jetzt renn da einmal außen rum. Musst du heute eigentlich nicht los? Doch, um 12. Okay. Es ist schon witzig, oder? So zwei Männer hier und der Lover und der Ehemann. Ja. Du musst mal noch hier deine Trainings machen. Zambofuni. Oh, Karonga. Chilva Kolarga. Ja, jetzt sind aber, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er richtig sauer. Okay, ja, ich meine, da wäre ich natürlich auch sauer, ne? Also, aber hallo. Puh, die traut sich was. Also so ein bisschen Kuss hauen oder so, das hätte ich ja noch eingesehen, aber gleich sowas. Ich meine, ja, Alter. Genau, mach mal du deine Sit-ups und 50% erledigt. Guck mal, das wird doch Liegestützen aus Ärger. Ja, genau. Wir machen einfach mal. Er muss das ja einfach mal fertig kriegen hier. Und Junge, Junge. Die hat's echt fest hier hinter den Ohren, muss man schon sagen. Koketter Gatte, wegen Eifersucht. Der Ehepartner von Walter hat mit jemand anderem geflirtet. Hat dieser Sim das hinter seinem Rücken getan? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich genau vor deinen Augen. Würde ich jetzt mal sagen.
Sie putzt und putzt. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Okay, wie viel Uhr? Abgeschlossen. Guck mal, wenn man wütend ist, klappt das besser. Nein, wir werden nicht die Mülltonne umtreten. Das läuft gar nicht. Nein, das werden wir nicht tun. Und das werden wir auch nicht tun. Nein. Dann geh einfach mal hier hin. Ja. Beziehungsweise, du könntest vielleicht noch ganz ärgerliches Häufchen machen. Also komm, dann mach das. Ah, da wird bestimmt die Toilette wieder stinken, wenn du das jetzt tust. Ja. Der Arme. Ich denke, Gil geht jetzt dann auch. Oder redet er mit Chloe noch? Oh, es geht. Gar nicht schmutzig gemacht. Sehr brav, Walter. Walter, ganz brav. Jetzt gehst du dann mal zur Arbeit. Nein, lass das. Lass das. Genau. Geh du zur Arbeit. Viel Spaß. Vielleicht regt es dich etwas ab. Lass dich arbeiten. So, jetzt hat sie Zeit. Oh, der Balken ist aber jetzt wirklich super schnell hochgegangen. Ja, du malst das jetzt mal fertig. Oh ja, sie will wieder was nicht tun. Das war klar. Und wenn sie nicht will, dann gibt es immer eine Leistungsexception. Tschüss, Gil. Schön, dass du da warst und mir den Tag versüßt hast. Und Jadis ruft an, um zu plaudern. Willst du rangehen? Okay. Sie will nicht malen. Ja, okay, ich kann es verstehen. Bei dem Piss möchte ich auch nicht malen. Gemälde verwerfen. Wir hatten das Gemälde gemalt. Ach so, das war ja Dings. Das ist so schade, dass das nicht fertig gemalt worden ist. Und dann verwerfen wir es jetzt. Und das ist ja noch von Tyrese. Oh Mann, ey. Das wäre so schön gewesen, wenn er das fertig gemalt hätte. Wäre nochmal so ein bisschen Erinnerung gewesen, ja, an ihren Vater. Aber okay. So, du gehst jetzt und verwerfst das, ja? Wunderbar, dann könntest du doch mal hier ein kokettes Gemälde malen. Wie wäre es? Ja, sie verdient quasi jetzt mit Malen und dann später mit Gärtnern und solche Sachen ihr Geld. Ja, die ist auch so dürre, ne? Also, Jettys ist ja auch so dünn. Oder fällt mir ein, was vorhanden. Jadis hat pikanten Tratsch über Taylor verbreitet. Oder war noch da und jetzt ist er erst weg. Gar nicht mitgekriegt. Was hat denn der dann gemacht hier? War der da unten irgendwo? Seltsam, seltsam. Und das sieht auch komisch aus. Mit dem Tuch da dran. So. Was willst du jetzt machen? Nein, wolltest du gerade was essen? Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Komm, dann nimm dir mal so Reste, iss bissle was. Vielleicht kriegst du ein bisschen auf was auf deine dünne Rippen. Denn das ist schon heftig, wie dürre du bist eigentlich. Ja. So. Und es regnet und regnet. Leute, das ist nicht normal. In Pringleton Bay pisst es. Hallo, Chaddies. Wo gehst du hin des Weges? Kommst du zu uns? Echt jetzt?
Gil kommt auch zu uns, oder? Wow. Echt jetzt? Du hast etwas mitgehen lassen? Böse, böse, böse. Ja, hereinbitten. Du darfst jetzt was essen und dann musst du die Hausaufgaben erledigen. Oh, ich finde es so schön, endlich mal wieder mit Chloe zu spielen. Und die zwei Schwestern, ja, entschuldigt bitte, aber es tut so gut, die zwei wieder zusammenzusehen. Und oh, ja. Es ist doch einfach herrlich. Und schaut euch das an, die haben echt die gleiche Figur. Wahnsinn. Oh mein Gott. Du lässt sie jetzt nicht hier stehen, oder? Oh nein, halt. Du natürlich. Das kann es ja wohl nicht sein. Genau, erzähl mal und sag du, ich habe da so ein Verhältnis und Walter weiß es jetzt. Ja. Genau. Erzähl das mal deiner Schwester hier. Mal gucken, was die davon hält, von der ganzen Geschichte hier. Und die sagt, naja, du musst wissen, was du möchtest. Und wenn dir das wert ist, jetzt läuft sie weg, sie will gar nichts mehr hören. Nee, jetzt will die schon wieder putzen. Ach nö, lass doch mal den Mist. Das muss nicht sein. Oh, und Shadys kümmert sich um ihren Neffen. Sehr schön. Sie hilft ihm bestimmt bei den Hausaufgaben. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Shadys ist einfach so. Willst du vielleicht noch ein bisschen hier mit deiner Schwester plaudern? Das können wir doch eigentlich machen. Also wie gesagt, viel läuft heute nicht, denn ich will einfach warten jetzt, bis das Pack da ist, damit wir nächstes Mal umziehen können. Und dann denke ich auch, dass ich den Gil einlade in den Haushalt, dass der mit einzieht. Und dann müssen wir uns was überlegen, wie wir Walter loswerden, ne? Ja, so ist das. Denn Walter muss ja dann das Feld einräumen. Und da stellt sich dann die Frage, wie wir das machen. Ihr könnt mir mal vielleicht in die Kommentare reinschreiben, welche Art ihr vielleicht wählen würdet für das erste Mal. Jemanden zu beseitigen, ob wir ihn verbrennen lassen sollen, ertrinken lassen sollen oder ob es gibt so viele Sachen, können uns auch eine Kuhpflanze zulegen und warten, bis die groß ist und Walter dann so quasi versuchen. Ja, wir können vielleicht irgendwie einen Blitz ihm einschlagen lassen, Stromschlag, es gibt ja so viel. Erfrieren lassen, dann könnten wir vielleicht mal nach Mount Komorebi oder so. Also es gibt ja verschiedene Arten, wie wir das tun könnten. Chloe, ernsthaft, die ist nur am Putzen, die macht mich wahnsinnig. Die macht mich echt wahnsinnig. Oh Gott, der spielt schon wieder, der kleine Mann. Du hast deine Hausaufgaben gar nicht fertig gemacht. Na, dann wird's aber Zeit. Ja. Dann mache ich noch mal die Zusatzaufgaben. Und sie mit ihrem Putzwimmel. Stopp. Sie grinst schon so schämisch. Seht ihr das? Ja.
Ich würde sagen, für heute reicht es. Ich beende den Part. Wie gesagt, nächstes Mal wird es dann so sein, dass wir dann aufs Land ziehen mit der Family und sie sich dort dann so über Wasser hält mit dem Anbau und so. Und ja, und Gil muss einziehen und ja. Wir müssen uns überlegen, wie wir dann natürlich Walter loswerden. Das kommt auch noch dazu. Ja, schau doch mal gerne mal unten in der Videobeschreibung rein. Da habe ich ein paar liebe YouTuber verlinkt, die auch nette Sims 4 Let's Plays machen. Die freuen sich bestimmt, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Dann sind noch Discord-Server verlinkt. Da dürft ihr auch gern drauf joinen und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann wie immer hinterlasst einen Daumen hoch. Ja, wer noch kein Abo hat, ein Abo und schreibt wirklich in die Kommentare, welche Todesart ihr für Walter wählen würdet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.